Die heutige Folge hat einen Sponsor, Blinkist. Würdest du gerne mehr lesen und lernen, aber dir fehlt einfach die Zeit dafür? Blinkist ist eine App, die ich selbst seit vielen Jahren nutze, wenn ich neue Ideen oder Inspirationen suche. Und sie bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbuch-Bestsellern und auch von Wissenspodcasts in 15 Minuten auf dein Smartphone. Die neuesten Ratgeber gibt es genauso wie zeitlose Klassiker, zum Beispiel zu Psychologie, Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung. Und meine aktuellen Lieblingstitel sind Wege aus der Angst von Gerald Hüther und Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Die Titel gibt es auf Deutsch und auf Englisch und jeden Monat kommen ungefähr 40 neue hinzu. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von MyMonk-Podcast. Auf blinkist.de/mymonk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und du kannst vorher 7 Tage lang kostenlos alles ausgiebig testen. Ich buchstabiere es BLINKIST, also blinkist.de/mymonk. MyMonk zusammengeschrieben, viel Spaß beim Ausprobieren. Der MyMonk-Podcast mit Tim Schlenzig. Schön, dass du da bist. Heute ist noch jemand da, nämlich Caroline Preuß, die erst einen sehr großen Do-it-yourself-Account aufgebaut hat und inzwischen eine in Deutschland sehr bekannte Online-Business-Expertin ist. Wir sprechen über das Ziele setzen, darüber, wie sie gelernt hat, zum Wert ihrer Arbeit zu stehen, obwohl ein Teil ihres Umfelds damals überhaupt nicht damit klarkam, dass sie erfolgreicher wurde. Wir sprechen darüber, wie man heute Reichweite aufbauen kann und ob das überhaupt noch so wichtig ist. Und wir haben das Gespräch schon im Herbst letzten Jahres geführt. Damals war mir noch gar nicht so klar, dass ich das oder wie ich bald darauf selbst anfangen würde in dem Bereich, mit dem MyMonk-Mentoring Leuten zu helfen bei dem Thema Online-Business aufbauen. Aber Caroline und ich haben einen ganz unterschiedlichen Ansatz. Sie bietet sehr erfolgreich Online-Kurse an zu diesen Themen und ich arbeite 1:1 mit ein paar wenigen zusammen. Auf jeden Fall hat sie sehr interessante Dinge zu sagen und ich bin echt ziemlich beeindruckt von ihr. Also genug von mir und ab ins Gespräch. Magst du mir von dem Traumhaus erzählen, das du für dich hast? Das Traumhaus, ja, das habe ich schon sehr, sehr, sehr klar für mich so visualisiert. Traumhaus mit großen Fenstern, Blick aufs Meer und einem Kräutergarten und vielleicht noch einer Katze und einem Pool. Blick aufs Meer, welches Meer? Das weiß ich noch nicht. Ich bin gerade so ein bisschen am Austesten, war jetzt auf Madeira. Das war noch nicht so 100% und teste mal und dann irgendwann mal habe ich vielleicht den Traumort gefunden. Und mit Pool, damit du nicht bis zum Meer laufen musst, die 10 Meter. Nee, ich muss ja gestehen, ich suche gerade nach einer Sportart, wo ich mich entspannen kann. Und ich bin überhaupt kein Sportmensch. Es tut mir aber gut und Schwimmen ist so der Sport, der für mich passt und der mir Spaß macht. Und deshalb der Pool. Ja, das klingt gut. Ich habe mir eine Yogamatte auch fürs Büro gekauft und die habe ich heute auch schon benutzt. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich die nur benutze, um mich einfach draufzulegen. Ich weiß nicht, ob das schon als Sport zählt, aber wenn ja, mache ich jetzt fast jeden Tag Sport. Schwimmen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das geht nicht so auf unsere alten Knochen. Mhm. Es ist kein Teamsport. Auch super, oder? Ja, muss ich auch ehrlich gestehen. Also ich bin da kein Typ für Teamsport und Joggen mag ich nicht und dann muss es halt der Pool sein. Wird das Haus gelb und pink angestrichen? Nein, das vielleicht auch als Insight, vielleicht für alle, die mich noch nicht kennen, mein Branding ist so sehr feminin, also du hast gerade schon gesagt, so gelb und pink, aber man muss auch dazu sagen, das ist ja nur ein Branding, eine Marke und so hinter den Kulissen, sage ich ganz ehrlich, heute trage ich weiß und beige. Allerdings war das mal anders, also du hast zu Abi-Zeiten in der Schule, hattest du sehr oft einen pinken Mantel an, ja, der unter anderem dafür gesorgt hast, dass du in der Abi-Zeitung, und das ist schon eigentlich übel, zum schlechtest angezogenen Mensch der Schule gewählt wurde. Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, man verändert sich ja. Und das ist ja auch das Coole, wenn man ein Business hat oder generell, mal findest du irgendwie Knallfarben cool, mal findest du das cool, mal möchtest du ein Haus mit Pool vielleicht haben und vielleicht möchte ich dann irgendwann mal doch wieder in der Stadt wohnen. Keine Ahnung. Man verändert sich ja weiter. Hat das eigentlich wehgetan, diese Abi? Kürung zur schlechtest angezogenen Frau oder war das? Nö, ich fand das witzig. Ja? Aber ich bin da auch nicht so. Also man darf auch gerade so im Business, du darfst es halt nicht persönlich nehmen. Ich lache da drüber so ein bisschen. Ich kann ja auch verstehen und sehe das ganz rational, wenn man jetzt nicht auf mein Branding steht. Und das ist dann auch okay.
Was ich wirklich cool finde, ist, dass du das halt durchziehst mit diesem Gelb. Du hast dir das überlegt und hast gesagt, das könnte funktionieren. Die Leute erkennen mich dann schon, bevor sie mein Gesicht identifiziert haben in Videos und sowas. Das muss doch die Caroline sein. Und hast auch gesagt, dass dir das anders als ganz vielen anderen Leuten einfach nicht so doof und nicht so peinlich ist. Ja. Das finde ich total cool. Also gerade im Business finde ich es total cool. Ich habe jetzt auch überlegt, als ich unten auf meiner, vor dem Gespräch auf meiner Yogamatte lag, habe ich nochmal überlegt, was das für mich sein könnte. So ein Branding, mir fehlt dann noch die Idee. Kurz gestreift hatte mich die Idee, vielleicht eine Augenklappe. Und pass auf, dann habe ich mir gedacht, das haben ja auch viele. Und dann war also das ist jetzt der Status quo, einfach zwei Augenklappen, weil das hat keiner. Ah. Findest du gut? Ja, müsste man mal austesten. Also ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil in puncto Branding werde ich ja von ganz vielen immer gefragt, boah, Caro, wie kann ich mich jetzt branden, was soll ich machen? Und ich würde mich da nicht verrückt machen. Da reichen ja auch, gleichbleibende Farben, vielleicht eine Schriftart, vielleicht auch eine Sache, die du immer sagst. Bei mir ist es zum Beispiel der Caros Klartext. Du kannst dich ja auch über Wörter branden, Slogans. Aber wichtig ist dann halt, dass du der einen Sache treu bleibst. Und das machen halt ganz viele nicht. Also ich mache jetzt schon, gelb ist ja die Farbe, seitdem ich angefangen habe. Also ich mache das hier schon seit über fünf, sechs Jahren, hatte ich immer gelb mit dabei. Dein halbes Leben schon. Ja, gefühlt. Eine Sache, der du nicht treu geblieben bist, war dein erster Job, wo du für 9 Euro Kleider eingeräumt hast. Ja. Und Frage Nummer eins, wurdest du da auch als die am seltsamsten angezogen empfunden in dieser Luxusboutique? Nee, also ich kann mal so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen. So hat das bei mir tatsächlich angefangen mit der Selbstständigkeit. Ich hatte damals, bin halt frisch nach Berlin gekommen, super naiv und hatte dann einen Job in so einer Luxusboutique. Und tatsächlich musste man da immer mit ganz kurzen Kleidern rumlaufen, die Chefin ausgesucht hatte. Es waren so, ganz kurze Kleider halt. Und ja, das war dann der Ansporn, dann auch so viel Geld zu verdienen, dass ich diesen Job dann kündigen konnte. Und das habe ich dann letzten Endes auch sehr schnell zum Glück geschafft. Waren die kurzen Kleider da das Einzige, was dich gestört hat? Ich meine, das ist schon ein bisschen übergriffig von der Chefin, aber gehört halt zu so einem Business vielleicht auch dazu. Wie hast du dich sonst da gefühlt in dem Job? Ich glaube, das können ganz viele so nachfühlen, die vielleicht auch einen Job haben, der ihnen keinen Spaß macht. Aber die Chefin war sehr machtgierig, kann man fast schon irgendwie sagen. Also sehr so herrscherisch, weil sie halt der Chef war und auch das Geld hatte, waren die anderen nur die dummen Angestellten. Und das hat man dann auch zu spüren bekommen, dass man immer rumkommandiert wurde, diese kurzen Kleider und war halt schlecht bezahlt, auch Arbeitsverträge eine Katastrophe, würde ich auch jetzt mit meinen Mitarbeitern niemals so machen und im Grunde genommen respektlos. Und da hatte ich so eine Wut, boah, Chef und respektlos und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und so hat das Ganze dann auch bei mir angefangen. Am Anfang mit einem Modeblog. Genau, damals waren ja so Blogger, Influencer, war gerade so im Kommen. Über welches Jahr reden wir? 2015, 16. Und ich hatte dann eine Bloggerfreundin und die hat 450 Euro mit ihrem Blog verdient. Und das war halt damals so das Nebenjobgehalt, was ich in dieser Boutique, in dieser Luxusboutique hatte. Und dann habe ich gesagt, das ist das große Ziel, 450 Euro mit dem Blog zu verdienen. Dann kann ich den Minijob kündigen. Und so habe ich dann auch bis heute setze ich mir immer Ziele, 450 Euro, 1000 Euro und so weiter und so fort. Natürlich jetzt nicht nur monetäre Ziele. Und da kamst du dann auch hin mit diesem Modeblog, aber du kamst nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil du irgendwann gemerkt hast, dass der Markt halt relativ schnell, relativ überlaufen war, dieser Mode-Lifestyle-Blog. Man sieht es ja heute bei Instagram, ist ja jeder zweite oder zwei von dreien gehen ja in die Richtung. Und du hast relativ schnell verstanden, dass du damit nicht so super weit kommen wirst. Genau, das war eigentlich, da bin ich auch heute noch wirklich sehr stolz auf diese Entscheidung, weil ich habe dann halt sehr schnell gemerkt, das, was alle machen, damit kommst du nicht weit. Also dieses klassische, kennst du vielleicht auch, Mitläufer-Ding. Ich mache es mal, was alle machen. Alle machen Instagram, alle machen Fashion, alle sehen gleich aus. Damit kommst du halt nicht weit oder nur wenige kommen damit weit. Und dann habe ich sehr schnell erkannt, dass ich mir eine Nische suchen muss. Ich habe halt eine Marktanalyse gemacht und habe dann gesehen, in einem Bereich Do-it-yourself, basteln heißt es oft,
Deutsch, da gibt es keine Konkurrenz oder beziehungsweise die Konkurrenz macht das nicht strategisch. Hab dann angefangen, suchmaschinenoptimierte Blogbeiträge zu schreiben, hab einen YouTube-Kanal gestartet und hatte damals über Pinterest eine hohe Reichweite und hab dann durch diese Nische und den Fokus auch dieses besondere Branding sehr bunt, sehr, ja, so ein bisschen verrückt, so ein bisschen over the top. Da kamen viele Klopapierrollen vor, ne, bei diesen Videos. Ja, genau. Ja, also ich habe dann halt wirklich schnell damit Reichweite aufgebaut. Ich habe das natürlich auch strategisch gemacht, wie du sagtest, Klopapierrollen. Das ist halt auch so ein Insider. Klopapierrollen ist eine Sache, die immer geklickt wurde. Also Geschenkdosen aus Klopapierrollen, Stiftehalter aus Klopapierrollen und habe dann halt sehr schnell optimiert. Dann warst du an einem Punkt relativ schnell auch 70.000 YouTube-Abonnenten, 100.000 Instagram-Abonnenten verloren. Und dann kam es dazu, dass du in Berlin öfters mal angesprochen wurdest. Wie fandest du das? Ich glaube, man muss der Typ dafür sein. Und ich fand es so ironisch irgendwie, weil wenn du ja einen Blog hast oder du startest mit einem Business, dann möchtest du erstmal Reichweite aufbauen und groß und bekannt werden. Und als ich das dann schon so erreicht habe, also ich habe dann auch jedes Jahr einen sechsstelligen Umsatz mit diesem Blog erzielt, also ich konnte auch davon wirklich gut leben, habe da so mein Ziel erreicht, ja, wurde ich dann immer öfter angesprochen und habe dann irgendwann gemerkt, so, das ist ja gar nicht, was ich eigentlich will. Also dann nochmal so überdenken, was macht mich eigentlich glücklich, was will ich eigentlich, will ich jetzt als, ich sag mal so ganz übertrieben, als pinke, verrückte YouTube-Basteltante bekannt sein. Und dann habe ich irgendwann für mich gemerkt, nee, das möchte ich nicht, ich bin noch so ein sehr zurückgezogener Typ. Ja, habe dann überlegt, wie ich weitermachen könnte und so bin ich ja dann zu dem Thema Business gekommen, Strategie, genau. Thema erkannt werden auf der Straße. In welchen Situationen war das? Gab es irgendwie Situationen, die dich besonders genervt haben oder war das generell einfach für dich unschön? Zum Beispiel, das wissen jetzt auch alle, die auch ein eigenes Business haben, die vielleicht gerade starten, du musst ja auch in dein Impressum eine Adresse schreiben. Und das war bei mir damals noch meine Privatadresse, weil ich keine Büroräume hatte. Oh. Und dann war ich immer paranoid, wenn ich aus der Tür rausgegangen bin, dass mich da jemand erkennt. Oder ich saß dann in Berlin im Park und war so in meiner privaten Welt. Und dann auf einmal kommen Leute, die dich erkennen und mit dir Fotos machen wollen. Und das war jetzt nicht so, war noch nicht krass. Also es waren jetzt auch keine Fans vor meiner Tür, die dann aufgelauert sind oder so. Aber ich denke, wenn man das noch weitergemacht hätte, und es wäre ja dann das Ziel gewesen, du willst ja dann eine Million Follower haben, macht mich nicht glücklich, mache ich nicht. Ich hatte mir vor einem Jahr ein Büro gesucht. Und Neues, ich kam aus einem Coworking Space, da war ich 2 Jahre und wollte ein eigenes Büro haben. Und dann war es da am dritten Tag oder so, dass ich in diesem Treppenhaus von meinem neuen Büro angesprochen wurde. Und das war so ein Lustkiller für mich, dass ich dachte, okay, da spricht, wenn mich jemand im Treppenhaus dort anspricht, entweder der wohnt da und trifft mich häufiger. Das war total nett, überhaupt nichts, also ganz netter Kontakt, ne? Aber entweder der wohnt da oder der ist vielleicht aus anderen Gründen regelmäßig. Und dann spricht sich das vielleicht rum. Das ist schon ein bisschen paranoid, weil so wichtig bin ich jetzt trotz allem auch nicht. Aber mich hat es halt super gestört. Also ich finde es auch ein bisschen undankbar von mir selber, aber ich komme damit echt schlecht zurecht, angesprochen zu werden. Aber ich glaube, da muss man auch für sich selbst entscheiden, was man möchte. Zum Beispiel, ich finde es interessant, dass du das ansprichst, ist es bei mir auch so, ich mag auch nicht, wenn mir jemand privat auf Instagram zum Beispiel nach meinem Freund fragt, warum ich denn den nicht zeige, wie sieht der denn aus? Was mache ich privat? Ich werde dann nach meinen privaten Outfits gefragt. Und da habe ich zum Beispiel auch bei mir eine Mitarbeiterin im Team, die einfach alle Fragen auf Instagram, die Direktnachrichten beantwortet. Meine private Handynummer hat dann auch niemand. Also da muss man für sich halt, glaube ich, klare Grenzen setzen. Aber wenn einem das Spaß macht und man redet darüber gerne und die Fragen sind nicht schlimm, man wird gerne erkannt, das ist ja total cool. Weil du sagst, die Mitarbeiterin, die beantwortet die Fragen. Die Mitarbeiterin schirmt dich auch ab, überspitzt gesagt, von Kritik, oder? Du liest es gar nicht mehr so oft, was da irgendwelche Hate-Geschichten vielleicht sind. Ja, also wir haben bei uns im Business natürlich schon auch klare Regeln, dass wir uns zum Beispiel alle Stornos anschauen. Also ich bekomme dann von meinen Mitarbeitern
ich habe mehrere Mitarbeiter, Kundensupport, Kundenmanagement, Content-Marketing und so weiter, bekomme ich jeden Monat Reportings und zum Beispiel ein Storno-Reporting. Ich verkaufe ja Online-Kurse und dann schreiben wir uns schon ganz genau auf, warum storniert jemand, was ist der Kritikpunkt. Aber wenn du dir halt jeden Tag auf Instagram, da kriegst du ja so viel ab unter deinen Werbeanzeigen und Leute urteilen über dich, dir das alles durchliest, verliere ich persönlich da ja die Lust da dran und auch, weißt du, diese positive Stimmung. Und deshalb, genau, wie du schon gesagt hast, habe ich eine Mitarbeiterin, die bei mir das komplette Community-Management macht und die dann auch alles auf Instagram beantwortet. Und ich meine, wir haben schon so Richtlinien, wenn es jetzt was gibt, dass jemand sagt oder mehrere Leute sagen, ich würde es in einer Podcast-Folge absoluten Schrott erzählen. Mhm. Oder weißt du, was ich meine, unter der Werbeanzeige häufen sich jetzt die Kritiken. Mhm. Dann würde es mir natürlich gefeedbackt werden. Aber ich glaube, man muss sich da auch ja irgendwann dann wirklich abschirmen oder auch sich selbst so ein bisschen schützen. Ne? Es gibt ja eigentlich, ist es so ein Standard, dass man sich da mit ganz vielen auseinandersetzen soll und die vielleicht die Chance hat, die ganz großen Hater noch zum größten Fans zu machen. Und meine Sicht war immer darauf, dass mir also gerade, was den Blog angeht und die Kommentare dort, dass ich mir einfach nicht gern ins Wohnzimmer scheißen lasse. Genau, und es ist ja dein Haus. Genau, und da wird halt auch nichts freigeschalten. Wenn da, also natürlich gab es ja Kritik manchmal, die ich auch freigeschalten habe, aber also alles, was ich irgendwie unpassend fand, habe ich mich nicht verpflichtet gefühlt, mich damit auseinanderzusetzen. Das lenkt einfach ab, das zieht einen runter und das sind in der Regel Leute, die ihre Energie eher vielleicht in was anderes stecken sollten, als bei anderen ins Zimmer zu kacken. Ja, und ich meine generell, du kannst es halt auch nicht allen recht machen. Also ich habe zum Beispiel auch, also es ist ja so meine, ich sag mal, Verkaufsstrategie, sage ich auch ganz transparent, dass wir Webinare haben, also Workshops, Online-Workshops und dann natürlich am Ende in den letzten 20 Minuten ich auch einen weiterführenden Online-Kurs vorstelle. Und da hast du dann auch immer Leute, die sagen, oh, ist ja unverschämt, du solltest es alles kostenlos machen und hier und da. Und ja, da muss man einfach drüber stehen und einfach weitermachen und ich glaube auch so seine Werte kennen und denen treu bleiben. Also wir verkaufen keinen Schrott, wir haben gute Produkte und keiner wird ja gezwungen beispielsweise zu kaufen. Keiner wird gezwungen, dir zu folgen, mir zu folgen, heute den Podcast zu hören. Genau. Du solltest das kostenlos anbieten. Das hat auch dein Ex-Freund zu dir gesagt. Du hast sehr gut recherchiert, ja, ja. Ja, das fand ich, also das hat mich sehr verstört, muss ich sagen. Das war zu einer Zeit, um es kurz einzurahmen, du hattest diesen DIY-Blog groß gemacht und hast dann gemerkt, noch bekannter werden will ich jetzt wirklich nicht. Ich mache lieber mal was anderes, ich kümmere mich mehr um die Business-Seite. Ich habe jetzt genug Erfahrung gesammelt, ich kann da anderen helfen, die ihr eigenes Business im Internet größer machen wollen und so weiter. Und bist dann eben umgeschwenkt so. Und dieser Ex-Freund fand das nicht so cool. Ja, also Ich finde es ja auch ganz interessant, weil wie alt war ich da? Ich war 22 und ich habe ja wirklich, ich hatte am Anfang wirklich das Ziel, diese 450 Euro zu verdienen. So, das war so das, mein Horizont. Ich war Studentin, so 22. Dann ist es halt super schnell gewachsen und ich habe immer mehr Anfragen bekommen über den Blog. Und ich habe ja auch schon erzählt, ich hatte dann auf Pinterest Reichweite, habe dann das Wissen, wie ich diese Reichweite aufgebaut habe, über Pinterest in einen Online-Kurs verpackt und dann einen Pinterest-Online-Kurs gelauncht. Und ich hatte dann, ja, innerhalb von 6 Monaten, das war 2017, hatte ich 30.000 Euro mit diesem Pinterest-Online-Kurs verdient. Und ich weiß noch, ich saß damals noch in unserer gemeinsamen Wohnung, ich habe mit ihm zusammen gewohnt und habe dann auf mein Konto geschaut. Bei Elopage verkaufe ich die Online-Kurse und dann stand da 30.000 Euro. Und da bin ich so aufgesprungen, oh Gott, ich habe 30.000 Euro verdient. So, es war für mich so surreal. Ja, und auch also unglaublich und auch halt toll. Also nicht wegen der Summe, sondern zu sehen, dass es funktioniert. Ja. Und eben, weil du da so auch, ich bin da ja total über meinen Schatten gesprungen. Ich konnte ja nicht reden. Ich hatte keine Ahnung von Technik. Wirklich, also ich wusste halt, komm Caro, du hast da über Pinterest, ich hatte Millionen Reichweiten. Ich hatte da halt echt richtige Erfolge. Hab dann gedacht, das musst du mit anderen teilen, mach einen Online-Kurs. Weil in den USA waren damals Online-Kurse so mega im Kommen. Und
dann zu sehen, dass es auch monetär auf dem Konto funktioniert, was man sich so überlegt hat, wo man nächtelang gearbeitet hat, wo man so voll über seinen Schatten gesprungen ist, das war so der Punkt, wo ich so stolz war, genau. Und der Freund, der konnte dann irgendwie einfach nicht so mit diesem Erfolg, glaube ich, umgehen. Können, glaube ich, auch nicht so viele dann im Umfeld. Und ich muss auch dazu sagen, man verändert sich ja auch selbst so. Du hattest da geschildert, dass er selber in dieser Lebensphase nicht sehr erfolgreich war und dass ihn das wahrscheinlich auch, also die Sache noch schwerer gemacht hat. Zu sehen, dass du da jetzt diesen Erfolg hast. Ja, also es war keine so eine einfache Zeit, weil er in Deutschland einen Job gesucht hat und bei ihm hat es nicht geklappt. Und ja, dann, ich möchte da auch gar nicht urteilen und ist auch schon echt eine lange Zeit her. Aber dann hast du halt wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, halt eine Freundin, die auf einmal irgendwie da was online stellt und innerhalb von ein paar Monaten damit halt auch richtig Geld verdient. Und eigentlich, so wie du es beobachtet hast, jetzt nicht viel dafür getan hat, aber die macht es halt aus dem Wohnzimmer heraus, aus ihrer Studentenwohnung. Natürlich habe ich viel gearbeitet, aber vielleicht sah es auch so aus, gut, die macht da halt so ein paar Videos. Das war schon eine krasse Erfahrung, dann so zu sehen, wie dann jemanden, mit dem du eigentlich zusammenwohnst, dich nicht weiter supportet oder dir die ganze Zeit auch diesen Erfolg so madig macht. Wie sah das aus? Kannst du dich an irgendeinen Satz erinnern oder irgendwas, was dir, wenn du sagst, madig machen? Der hatte halt so ein Mindset, dass es jetzt verwerflich wäre, auch so viel Geld zu verdienen. Genau, er meinte dann zum Beispiel auch, wenn ich es wirklich ehrlich meine und ich wirklich anderen Menschen helfen möchte, dann würde ich doch meine Online-Kurse kostenlos hergeben oder vielleicht für 10 Euro verkaufen. Und dann die ganze Zeit immer so gestichelt, du bist geldgeil, dir geht's nur ums Geld, das ist scheiße, was du machst. Und das, ja, war auch am Anfang echt total krass. Dann habe ich auch an mir selbst gezweifelt. Dachte ich mir so, bin ich jetzt echt geldgeil? Ja, es war dein Partner. Also wenn der das schon sagt und du warst 21, 22 und dein Partner sagt das zu dir, das ist ja kein Troll bei Instagram, wo es trotzdem vielleicht mal wehtut, gerade am Anfang. Ja. Aber wo man dann sagt, ja, fick dich halt. sondern es war dein Partner. Ja, war schon echt eine krasse Zeit. Und ich habe da echt sehr an mir selbst gezweifelt. Bin ich jetzt echt geldgeil? Geht es mir nur ums Geld? Aber habe dann auch für mich reflektiert, ich helfe anderen Menschen, meine Kunden sind glücklich, ich habe ja auch eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn es dir nicht gefällt, gib dein Geld zurück. Und alle waren glücklich. Ich finde es auch völlig gerechtfertigt, mit einer wertvollen Sache auch Geld zu verdienen. Und ja, dann irgendwann ist er dann ausgezogen und danach ging es mir viel besser. Der Gedanke, dass ich mich von meinem Partner vielleicht trennen muss, um meinen Weg halbwegs selbstbewusst gehen zu können, ist ja nicht so leicht. Der würde mir mindestens die Angst machen, einsam zu sein, vielleicht sogar die Angst, ein Stück weit einsam zu bleiben. Ist das eine Angst, die du da kanntest oder insgesamt kennst? Ja, also auf jeden Fall. Ich sage das auch so ganz ehrlich, das war eine sehr einsame Zeit, weil ja, das ist ja auch bei mir sehr schnell gewachsen und du veränderst dich ja auch, du verdienst dein Geld und du merkst auf einmal auch so die ganzen Freunde, mit denen ich damals noch unterwegs war, die haben nicht so gedacht wie ich. Also ich liebe halt so strategische Sachen. Ich bin dann auch nicht abends nicht mehr weggegangen, weil ich wollte an meinem Business arbeiten. Und ich habe. Und das ist interessant, weil du hast BWL studiert. Eigentlich hätte es da Leute geben müssen, die das nachvollziehen können, oder? Ja, ich war halt total ambitioniert. Also ich wollte um jeden Preis, mir hat das so einen Spaß gemacht. Ich liebe ja immer noch arbeiten und ich kann es gar nicht so in Worte fassen, aber ja, haben sich dann halt viele Kontakte aufgelöst, viele Freundschaften aufgelöst, weil vieles auch immer so ein bisschen mit negativem Mindset war. Also ich bin zum Beispiel auch mittlerweile, wenn jetzt jemand schlecht über andere redet die ganze Zeit oder sich die ganze Zeit nur beschwert und über den Prof schlecht redet und der ist so doof und das ist alles ungerecht, da kann ich nicht, da möchte ich nicht mit dieser Person reden. Und habe dann halt auch sehr viel aussortiert und natürlich war ich da auch total einsam. Ja, aber das ist so ein Weg, den man dann irgendwie gehen musste, weil ich auch gemerkt habe, nee, lieber einsam und ich baue mir ein neues Netzwerk auf, anstatt mit schlechter Energie, von schlechter Energie umgeben zu sein.
Dieses neue Netzwerk, hast du das dann kennengelernt über die Business-Schiene? Genau, also ich kenne sehr viele so in diesem ganzen Online-Marketing-Sektor oder auch über YouTube. Und ich finde, oder jetzt Netzwerktreffen, irgendwelche Events. Und ich finde es halt cool, weil du lernst dann Leute kennen, die auch so dieses Mindset haben, hey, positive Energie, wir machen was Cooles. Vielleicht wir reden offen über Geld, über Erfolg und ja, das hat mir dann total gut getan und mittlerweile habe ich auch ein cooles Netzwerk. Aber dieser Cut war halt echt hart, wenn man dann ja, so jung ist, 22, man hat wenig Erfahrung, man ist unsicher vielleicht. Irgendwann gab es den Punkt, da hattest du 100.000 Euro auf dem Konto, verdient mit deinem eigenen Business. Und das war auch ein Ziel für dich, du kommst jetzt auch nicht aus einer High-Society-Familie, sondern sind bodenständige Leute, Schwaben. Ja. Und das 100.000 Euro noch dazu für so ein junges, für eine junge Frau, echt viel. Wie ging es dir mit dieser Zahl auf dem Konto? War das für dich was Besonderes? Oder? Also ich komme ja, mein Vater ist Beamter, meine Mutter ist angestellt und es ist also eine super bodenständige Familie, auch immer ja, sparsam natürlich, schon immer auch aufs Geld natürlich achten. Und die ersten Monate, wo ich dann wirklich da echt Geld auf dem Konto hatte, da wird man, schnell kann man größenwahnsinnig werden oder schnell so, ich würde fast schon sagen, arrogant werden. Das sage ich auch ganz ehrlich, weil man hat ja so viel gearbeitet. Du hattest das Umfeld, das dich, ich sag mal überspitzt formuliert, klein machen wollte. Und du hast es trotzdem geschafft und hast es dir selbst so ein bisschen bewiesen. Und da hatte ich auch so Momente, ja, wo ich da auch so ein bisschen größenwahnsinnig war, habe dann aber sehr schnell gemerkt, auch in Zeiten, wo es mir da nicht mehr so gut ging, wo ich dann auch viel gearbeitet habe, so dieses Geld macht dich eigentlich nicht glücklich. Also es ist cool, wenn man sich was gönnen kann ab und zu, aber auch eine Tasche macht dich nicht glücklich oder auch ein krasses Loft macht dich nicht glücklich. Und habe ja dann eine GmbH auch gegründet und mache es jetzt aktuell so, dass das ganze Geld in der Firma drin ist und ich bezahle mir ein ganz normales Gehalt aus, also nicht viel. Ja, was heißt nicht viel, jetzt nicht übermäßig viel, also kein 100.000 Euro Jahresgehalt und kann davon gut leben, aber ist jetzt auch nicht too much. Und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man schnell erfolgreich wird, man hat schnell viel Geld, auf gar keinen Fall verprassen, lieber vielleicht anlegen und erstmal den Lifestyle, den man so hatte, vielleicht ein bisschen steigern, aber grundsätzlich beibehalten. Weil du sagst, verprassen, du hast eine ganze Zeit lang dich nur von Pesto ernährt. Ja. Wann hast du das letzte Mal welches gegessen? Hast du es so über jetzt für immer? Oder ja? Nicht mehr so deins? Nicht mehr. Also echt, jetzt koche ich viel, aber ich hatte halt mal echt eine Zeit, ich war halt so besessen. Mir hat das halt auch echt Spaß gemacht. Das ist halt so schnell gewachsen. Da habe ich dann, warte, ich hatte zwei Sachen, die ich gegessen hatte. Uncle Ben's, dieser Reis. Kennst du diesen fertigen Reis so mit so ein paar Mikrowelle? Ja, genau, so Mikrowellenreis. Der in so einem Quader rausflutscht aus genau, der Packung. Ja. Ja. Hast du den zerdrückt vorher mit der Gabel oder hast du den im Quader gegessen? Nee, schon ein bisschen zerdrückt. Okay. Wenn es dann mal frische Tomaten bei mir gab, es war aber selten, weil ich hatte keine Zeit, um einzukaufen, dann noch ein bisschen Gemüse. Ja, und dann eben Nudeln mit Pesto, das war so damals mein Essen. Aber das kann man halt auch nicht lange machen. Und ganz ehrlich, auch wenn du dann so viel arbeitest und du verdienst 500.000 Euro oder noch mehr, das macht dich ja nicht glücklich. Und aktuell koche ich sehr viel und ja, versuche einfach ein entspanntes Leben auch zu haben. Nach deinem Spaziergang am Abend, du gehst jeden Tag spazieren, fast jeden Tag? Ja. Ist auch schon fast ein Sport. Ja, jeden Tag oder? 10.000 Schritte, so mein Goal. Ja. Und das machst du, weil du nicht mehr ganz so krass Gefahr laufen willst, dich zu überarbeiten? Ja, also ich habe da so für mich so ein bisschen Regeln, also dass man ja einmal pro Tag abends einen Spaziergang macht. Ich versuche auch abends nicht mehr viel zu arbeiten, weil irgendwann, ja, kennst du vielleicht auch so in deinem Business, du kannst ja immer noch mehr machen. Ne? Du kannst die Website überarbeiten, noch einen Artikel schreiben, noch dies machen und es endet ja nicht. Und da muss man sich halt ganz klare Regeln setzen, weil man sonst
so geht es mir zumindest, ja die Lust dann an der Arbeit verliert. Und spazieren gehen hilft mir da total. Bei mir ist das, wenn man es negativ sehen will, perfide, dass ich das Thema Leben habe. Und ich kann nicht aufhören zu leben. Einerseits stört es mich nicht, weil ich es sehr gern mache. Ich habe mir das ja ausgesucht, dass ich das jetzt mache, was ich mache. Aber es ist wahnsinnig schwer auszusteigen, weil jeder Gedanke, jedes Wort, was ich irgendwo höre, könnte irgendwie was sein, was ich auch umsetzen und einsetzen könnte. Und dadurch wird alles auch potenziell kontaminiert mit diesem Nützlichkeitsgedanken. Ja. Nützlichkeitsgedanken, das finde ich sehr gut, ja. Ich habe das auch eine Zeit lang gehabt, wenn ich mich auch mit Freunden getroffen habe, dass ich mir immer dachte, was kann ich jetzt noch Neues lernen? Was bringt mir vielleicht auch der Kontakt, auch wenn ich Bücher lese? Ich konnte eine Zeit lang keine Romane lesen, weil ich immer dachte, ich muss jetzt was lernen fürs Business. Ich muss jetzt noch von Warren Buffett was lesen, noch von Tony Robbins noch ein Buch. Und du denkst dir immer, ah, ich kann noch mehr und noch mehr. Kennst du das Gefühl? Aber irgendwann hast du damit aufgehört. Ja, ich kenne das sehr gut. Du hast damit aufgehört, ein bisschen. Ja, ich habe aber immer noch nicht so das Ultimum gefunden. Ich strauchele da immer noch teilweise, dass ich dann zu viel mache, auch am Wochenende. Aber es ist halt sehr schwierig und ich glaube, das braucht halt einfach Zeit. Ja. Das sind ja Muster, die ganz tief sind. Die kamen auch nicht irgendwo her möglicherweise, sondern die begleiten dich vielleicht schon länger. Und da ist es auch vielleicht übertrieben von sich zu verlangen, dass man da aufhört. Zumal die Gefahr, dass du jetzt wirklich gegen eine Wand fährst mit 25, da ist, aber sehr, sehr klein ist. Also jetzt so als Ferndiagnose von Dr. Tim. ich glaube, das geht schon. Ne? Also solange es dir körperlich noch gut geht, ist das vielleicht jetzt einfach eine Zeit, in der du halt ranklopfst. Ja, das finde ich auch. Ich sage das auch immer zu meiner Community. Da habe ich auch viele Kursteilnehmerinnen bei mir, die jetzt gerade eine hat jetzt einen veganen Blog schon länger gestartet, hat jetzt ihren ersten Online-Kurs gelauncht und ist halt auch gerade voll in diesem Fieber. Bei der gehen die Zahlen bergauf. Die hat wirklich von null an angefangen, hat das, weiß ich nicht, 30.000 Follower auf Instagram, Online-Kurs erfolgreich gelauncht, ist halt auch so in diesem Fieber drin und ich habe dann auch zu ihr gesagt, so ja, mach einfach und wenn du dann mal wieder keinen Bock hast, dann entspann dich, aber ich finde auch, man kann da auch so ein bisschen, ich finde auch echt auf sich selbst vertrauen, wenn man dann irgendwann mal echt keine Lust mehr hat, dann merkt man das auch und da so ein bisschen auf seine innere Stimme auch zu hören. Du setzt dir, das passt zu deinem strukturierten Denken, was sich so durchzieht, relativ klare Ziele immer wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gehst du da vor? Hast du da irgendeinen Weg, den du da immer anwendest? Klar, ich komme jetzt so aufs Ziel an, aber was ich immer predige, auch in meinem eigenen Podcast, dass du dir erstmal vielleicht für dich persönlich mal so ein ganz großes Ziel vornimmst. Jetzt bei mir das, sagen wir mal, 10-Jahres-Ziel. Das ist jetzt dieses klassische Haus mit Pool irgendwo am Meer. Mhm. Und das ist so auch meine Vision, würde ich auch ganz klar visualisieren, sich überlegen, wie sieht mein Leben aus, was möchte ich langfristig erreichen. Und dann versuche ich, dieses Ziel in kleine Unterziele runterzubrechen, zum Beispiel in Jahresziele. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, wie mein Jahresziel in 5 Jahren aussieht, aber ich weiß zum Beispiel, dieses Jahr 2020 habe ich 3 Launches, also 3 Online-Kurse, die wieder auf den Markt gebracht werden und möchte einen 7-stelligen Jahresumsatz erwirtschaften, mal so ganz grob gesprochen. Und dann, die Ziele hatte ich mir schon Anfang 2020 festgelegt und dann überlege ich mir ganz logisch, was muss ich 2020 tun, um einen 7-stelligen Jahresumsatz zu erzielen. Ich muss diese 3 Launches, also meine Online-Kurse 3-mal auf den Markt bringen. Ich habe die Ausgaben, die Einnahmen und so erreiche ich mein Ziel. Also ich bin da sehr, sehr, sehr strategisch und schreibe mir das ganz genau auf, auch mit Deadlines in den Kalender und arbeite dann halt sehr eisern auch auf die Ziele hin. 14-Tage-Rhythmen, oder? Nutzt du dann in der kleinsten Einheit? Und nee, eigentlich sogar, also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Ziel, in 5 Monaten kommt mein neuer Online-Kurs auf den Markt. Nur mal so als Beispiel, dann breche ich das in Monatsziele herunter, also Monat 1, 2, 3, 4, 5, auf Wochenziele und dann sogar auf Tagesziele. Also ich schaue mir wirklich jeden Tag auf über ein Projektmanagement-Tool. Was muss ich heute machen? Was muss ich morgen machen? Was möchte ich gesamt in der Woche erreicht haben?
Also ich möchte jetzt ein neues PDF erstellt haben. Ich möchte die Stellenausschreibung für die neue Mitarbeiterin, den Mitarbeiter online stellen. Ja, und dann, ich bin dann halt auch sehr hart. Ich mache dann auch erst Feierabend, wenn diese Ziele dann auch abgearbeitet sind. Ja. Was ich auch wirklich hart drauf finde, ist, dass du geschildert hast, dass du mal eine Wohnung gesucht hast. Oder nee, es war vielleicht ein Beispiel. Ich glaube, es war ein Beispiel. Ja. Da hattest du gesagt, du setzt dir ein Ziel, du willst in 14 Tagen eine Wohnung finden, um umzuziehen. So, dann sind die 14 Tage vorbei, du hast keine Wohnung. Also was? Du ziehst nicht um. Ich bin da halt schon bemerkenswert. Ja, man muss da halt auch. Ich finde, das ist so ein schmaler Grat zwischen diese krasse Selbstdisziplinierung, also ich erreiche meine Ziele, ich klopfe das durch und naja, du kannst dich ja auch nicht selbst knechten. Weißt du, was ich meine? Ja, na, die Gefahr ist halt immer da. Andererseits, ich habe es eine ganze Zeit lang auch ohne Ziele versucht. Da ist die Gefahr, dass man erstens driftet einfach ganz lange irgendwo hin. Die andere Gefahr ist, dass wenn man jemand ist, der sich generell eher Druck macht, wie du das vielleicht auch tust, macht es gar keinen so großen Unterschied, ob man Ziele setzt oder nicht. Dann setzt man sich damit unter Druck. Das habe ich bei mir vor 2 Jahren oder so beobachtet, dass ich mir denke, ich schaue jetzt einen Netflix-Film und der muss aber bis 21:30 fertig geschaut sein. So, wirklich bizarr, total bizarr. Aha. Aber wenn da so Muster in einem drin sind, dann suchen die sich ihren Weg. Und dann kann man genauso gut Ziele setzen, dass es wenigstens ein bisschen Sinn hat. Ja, stimmt. Das ist eigentlich gut. Ich glaube, so geht es mir auch. Also ich brauche es auch halt so geordnet, dass ich halt ganz genau weiß, so das mache ich und vielleicht auch Ziele gar nicht so negativ sehen, weil es ja auch cool ist zu sagen, jetzt habe ich das auch mal erreicht. Das mache ich zum Beispiel auch bei gerade in diesem ganzen Online-Marketing, wo ich mich bewege. Da ist es ja so, dass du gerade super viele Marktschreier, die sagen und noch eine Million in einem Monat. Kennst du vielleicht auch so diese ganzen Werbeanzeigen? Auf jeden Fall, was ich dazu noch kurz sagen wollte, vielleicht auch als Tipp, um sich nicht mit anderen dann zu vergleichen. Ich habe halt bei mir ein Ziel, ich werde, und das habe ich auch schon, also weiß ich, dass ich es erreichen werde, dieses Jahr wieder einen 7-stelligen Umsatz. Und ganz ehrlich, wenn ich den für mich erreicht habe, dann kann Person X, Y und Z, die ganzen Online-Marketer können noch 5 Millionen Euro machen. Ist mir egal, weil ich habe mein eigenes Ziel erreicht. Und damit bin ich zufrieden, mein Ziel ist erreicht, ich muss mir keinen Druck machen. Aber wenn du dir dann kein Ziel setzt, dann denkst du dir ja so, oh, jetzt muss ich aber noch mehr. Dann ist es so ein Fass ohne Boden. Ne? Guter Punkt. Ja. Wie hast du es denn gelernt, zu deinem Wert zu stehen? Du kommst aus dieser Ecke, wo dein Ex-Freund gesagt hat, hier, du Geldgeile, mach den noch jetzt bitte kostenlos. Du triffst es total ab, ich mag dich gar nicht mehr. Hin zu einem Punkt, wo du sagst, hey, es ist okay, mache ich halt 7-stellige Umsätze. Wieso nicht? Ich mache einen guten Job. Mhm. Die Leute sind zufrieden. Wer nicht zufrieden ist, kriegt die Kohle wieder. Passt. Wie bist du da hingekommen, zu diesem Wert zu stehen? Ich glaube, was mir schon echt geholfen hat, ist einfach das Feedback meiner Kunden und auch das Feedback aus meiner Community. Wir haben zum Beispiel super niedrige Stornoquoten. Also wir haben eine Stornoquote von vielleicht 2%. Und die Sachen sind hochpreisig, die du verkaufst. Eben. Also das geht bei ein paar hundert Euro los bis zu 2.000. Ja. Das bedeutet das schon was, 2% Stornoquote. Das heißt, das muss es den Leuten wert sein. Also die Leute sind echt zufrieden und das hat mir auch echt geholfen, das auch für mich mal rational zu sehen. Meine Kunden sind ja erfolgreich. Also wir haben Leute, die haben sich 200.000 Follower auf Instagram, nur als Beispiel. Ich weiß, Follower sind nicht alles, aber nur als Beispiel aufgebaut mit meinem Instagram-Online-Kurs. Die haben sich selbstständig gemacht. Oder manche trauen sich erstmal nur mal eine erste Instagram-Story zu machen oder... Weißt du, was ich meine? Auch dieses mutig werden, selbstbewusst werden. Und als ich dann gemerkt habe, hey, die Leute sind ja echt total erfolgreich auch damit, dann habe ich natürlich auch für mich so gemerkt, okay, ganz ehrlich, auch das 2.000-Euro-Produkt hat seinen Wert und ist den Preis wert, weil meine Kundinnen damit 10.000, 15.000, 20.000 Euro mit den eigenen Online-Kursen erwirtschaften. Das heißt, was dich da selbstbewusster gemacht hat, waren keine schönen, süßen Affirmationen oder so, ne, dass du dir dann Yogi-Tee gemacht hättest und endlich selbstbewusst wurdest, sondern du bist losgelaufen mit schon dem Hochstaplergefühl, bist aber dran geblieben und was dich geheilt hat, in Anführungsstrichen, oder der da gut getan hat, war einfach ganz realistisch das Feedback von anderen.
Ja, auf jeden Fall. Und als ich den ersten Online-Kurs auf den Markt gebracht habe, den Pinterest-Online-Kurs, da dachte ich, Gott, das ist nicht gut. Und ich hatte einfach nur Glück mit meinen Zahlen. Deshalb hat es bei mir funktioniert. Und das habe ich mir übrigens auch bei jedem Online-Kurs, auch meinem Instagram-Online-Kurs, meinem Online-Kurs über Online-Kurse auch gedacht, ja, Caro, das ist nur Glück. Ja. Als ob das für andere funktioniert, bin dann aber trotzdem einfach über diese Angst drüber gesprungen und habe gesagt, so gut, ich probiere es einfach mal. Ich habe ja auch eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn die Leute nicht zufrieden sind, dann können sie ja auch stornieren. Und ja, wie du dann gesagt hast, dann hat mich echt dieses positive Feedback da geheilt. Und das schaue ich mir auch heute noch immer die Zahlen an. Also Stornoquoten sind halt super wichtig. Und wenn ich weiß, meine Stornoquote ist unter 5%, dann mache ich mir keine Sorgen, weil das super Stornoquoten sind. Mhm. Gibt es Tage, an denen du trotz dieses äußeren Erfolgs und monetären Erfolgs und Erfolg, was das Feedback angeht, irgendwie zweifelst und wo du vielleicht Angst hast, dass es nach den Jahren, in denen es jetzt wirklich sehr, sehr gut für dich lief, und ich glaube, man kann raushören, dass es nicht zufällig gut für dich lief, sondern dass du das wirklich auch klug angegangen bist. Nichtsdestotrotz, dass es nach den Jahren vielleicht irgendwann einfach mal auch ein Tal gibt. Hast du da Angst davor? Also ich hatte diese Angst letztes Jahr, weil ich da viele Mitarbeiter eingestellt hatte und dann sind natürlich auch die Kosten gewachsen und gleichzeitig. Und die Verantwortung, genau. Also die Verantwortung ist ja riesig dann. Ich will dir jetzt nichts einreden, aber es ist ja wirklich eine große Verantwortung einfach, die du da übernommen hast. Total. Genau, da hatte ich auf jeden Fall, ja, da war ich schon so monatlich, dachte ich mir, oh Gott, wenn das jetzt irgendwie einbricht und dieses der Funnel, also Funnel ist ja so das, ja, der Marketingprozess, der funktioniert irgendwie nicht mehr und Hilfe und geht alles nicht mehr. Da war ich schon teilweise echt nervös, aber mittlerweile, ja, haben sich auch die Umsätze bei mir so sehr gut eingependelt. Und ich weiß auch mittlerweile, ich kenne einfach so diese grundlegende Systematik. Wie verkauft man etwas? Was macht ein gutes Produkt aus? Wie baut man eine Community auf? Und bin auch mittlerweile überzeugt davon, wenn ich jetzt nochmal bei Null anfangen müsste, ich wüsste, wie ich mich da irgendwie wieder rausgrabe und Reichweite aufbaue. Weil letzten Endes sind es ja diese Grundprinzipien, du mit digitalen Produkten zum Beispiel, du hast Probleme, also deine Kunden, potenziellen Kunden haben ein Problem und du löst dieses Problem. Was viele vergessen in diesem Online-Marketing-Geschehen, dass die Frage ganz oft nach diesen shiny Objects, nach diesen heißen Sachen, die gerade irgendwie ganz gut funktionieren, mit denen man super durch die Decke geht über Nacht und so weiter. Und für die allermeisten ist diese Frage einfach eine riesige Grube mit Scheiße, weil sie einfach da Zeit verlieren und Energie verlieren, weil es so nicht funktioniert. Zumindest für mich nicht, wie es klingt für dich nicht. Ich kenne auch keinen, bei dem das funktioniert hätte, diese Suche nach der magischen Pille. Das ist einfach die falsche Frage. Total, ja. Weil du sagst, du würdest bei Null anfangen. Okay, das eine, also wenn du bei Null anfangen würdest, das eine ist, du würdest ganz klar dir überlegen, was haben die Leute für Probleme, wie kann ich helfen? Ja. Und bezogen auf Reichweite, also wenn das jetzt die Produktseite vielleicht war, bezogen auf Reichweite, wenn ich dir jetzt alles wegnehme, was du an Followern hast, auf welcher Plattform fängst du an und was machst du da? Also ich glaube, das hängt total auch von deinem Business ab. Also jetzt zum Beispiel, wir sprechen ja gerade deinen Podcast, ich habe ja selbst einen Podcast, nicht für alle eignet sich ein Podcast. Würde mir dann erstmal überlegen, also ich würde mir erstmal grundlegend eine Nische suchen, würde mir überlegen, wo gibt es, was hat gerade Potenzial, was ist etwas, was am Markt nachgefragt wird. Dann würde ich mir Plattformen anschauen. Würdest du da wieder nach in die USA schauen, die du schon zweimal erwähnt hast? Ja. Genau, ja, würde ich mir in den USA anschauen. Ich würde einfach sehr viel versuchen, sich in den Markt, in die aktuelle Zeit hineinzufühlen. Also es sind ja auch gerade, gibt es ja super viele Trends, also so Nachhaltigkeit, auch vegane Ernährung,
auch so das Thema Stress, auch Thema Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also es gibt ja super viele andere Themen, also andere Nischen, die man besetzen könnte. Mhm. Und dann würde ich mir überlegen, welche Plattform macht Sinn. Zum Beispiel aktuell, da kitzelt es mich ja in den Fingerspitzen, aber ich habe ja einen Fokus, das heißt, ich mache es nicht. Wenn ich jetzt einen Foodblog oder auch einen Do-it-yourself-Account hätte, ich würde sofort TikTok machen. Das ist eine Goldgrube. Wenn man das jetzt smart macht, du fokussierst dich, du machst diese kurzen Videos, du wirst da ein Genie, wie man die geil schneidet, geile Ideen. Gerade so im Bereich Food, auch nischigere Themen, vielleicht Fitness und so weiter. Da würde ich mich halt da sagen, ich mache jetzt nur noch TikTok. Oder wenn jetzt eine andere Plattform für mich Sinn macht, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir was in Richtung Familie, Mama-Themen überlege, macht auch Instagram Sinn, würde ich mir halt da die Plattform suchen. Ne? Und immer erst nur eine machen, weil das ist wahrscheinlich auch was du häufiger siehst, dass Leute sich total zerfransen bei tausend Sachen. Und wenn man sich dann Leute wie Gary Vaynerchuk reinzieht, denkt man vielleicht auch, man müsste das. Ja. Man müsste 700 Content-Pieces am Tag raushauen auf allen Kanälen. Und da kriege ich schon einen Burnout, wenn ich das einfach nur sehe, diese Idee auch nur sehe. Zu dem passt das, der ist einfach wahrscheinlich so, aber für mich würde es killen. Ja, ich finde es witzig, dass du es ansprichst, weil ich hatte letztes Jahr bei mir jemanden im Team, das war ein Freelancer und der hat die ganze Zeit Gary Vaynerchuk als Beispiel gebracht, meinte, Caro, du musst jetzt noch YouTube und dies und wir müssen recyceln und das und Instagram TV und mach lieber wenige Sachen und mach sie dafür richtig gut. Und das ist so mein Credo. Du kannst auch mit wenigen Followern dir schon ein gutes Einkommen aufbauen, wenn du deinen Fokus behältst. Du hast dein Thema, die Probleme der Zielgruppe und du löst die Probleme. Du würdest sagen, dass die Qualität wichtiger wird von Followern, oder? Dass die großen, ich habe so XK Follower, vorbei sind für viele Nischen, weil es eher um Qualität geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch cool, wenn man sich Follower und Reichweite aufbaut. Aber zum Beispiel bei mir, wie viel habe ich jetzt gerade so auf Instagram? So sagen wir rund 25.000 Follower und ich mache damit einen siebenstelligen Jahresumsatz. Und die Follower sind mir echt egal. Also die Follower zahlen nicht, die Follower. Ja, weil ich halt auch höherpreisige Produkte habe und dann lieber 25.000 treue Follower anstatt jetzt 100.000, die gar nicht zu der Zielgruppe passen. Wenn jemand eine Idee hat, was er gern machen würde, vielleicht ist es ein Online-Kurs, gibt es Möglichkeiten, das irgendwie anzutesten, die Erfolgswahrscheinlichkeit anzutesten, ohne dass ich mich jetzt erstmal 1-2 Jahre da einschließe und einen Online-Kurs bastel, den am Ende keiner will? Also was ich immer machen würde und by the way, so würde ich auch starten, wenn ich jetzt nochmal komplett bei Null ohne Geld anfangen würde, ich würde erstmal versuchen, mir organisch Reichweite über eine bestimmte Plattform aufzubauen und das würde ich erstmal machen, das heißt überhaupt nicht an Geld denken, erstmal an Reichweite denken. Es müssen keine 100.000 Follower sein, aber mal so ein Thema antesten. Mhm. So habe ich es auch damals gemacht mit meinem Pinterest-Online-Kurs. Ich habe mir erstmal eine Facebook-Gruppe, damals waren Facebook-Gruppen halt super, aufgebaut zum Thema Pinterest. Habe dann halt gemerkt, boah, die Leute fragen ja voll viel, da kommen ja voll viele neue Leute. Das scheint ja wirklich ein krasses Thema zu sein. Mhm. Und hab dann auch mit einigen gesprochen, so ein bisschen herausgehört, wo liegen deine Probleme, was wünschst du dir? Wurde immer gesagt, boah, wir wollen Reichweite, wir wollen Website-Traffic und hab dann das Produkt entwickelt. Und was man dann ja natürlich auch machen könnte, kannst dann anfangen mit einem kleinen Beta-Launch, dass du sagst, du nimmst den Kurs noch gar nicht auf, sondern du launchst den erstmal an 10 Leute und coachst die dann, so eine Art Gruppencoaching. Mhm. Aber was ich generell halt empfehle, mach dir echt Gedanken, was ist mein Fokus, wie sieht meine Nische aus? Und wenn du dann ein gutes Gefühl hast, du hast schon Resonanz aus deiner Community, dann wird auch höchstwahrscheinlich ein digitales Produkt dazu funktionieren. Das Problem ist nur, dass viele diesen Weg nicht gehen und sagen, boah, ich will halt schnell eine Mille machen und mach mal irgendwas, aber nicht ihr eigenes Hirn einschalten. Ja. Und dann sehen die ganzen Online-Marketer halt alle austauschbar aus, dann reden die alle das Gleiche.
Und dann ist der schnelle Weg mal wieder der langsame, beziehungsweise der, der also überhaupt keinen Meter schafft. Ja. Das sieht man ja oft. Wo können denn die Hörer mehr erfahren? Wir haben jetzt echt spannende Dinge gehört. Leute, die vielleicht jetzt selber was machen wollen bei Instagram, bei Pinterest, irgendein Online-Business, vielleicht einen Online-Kurs. Wo gibt's mehr von dir? Genau, also man findet mich auf Instagram, das ist so meine Lieblingsplattform, unter carolinepreuß.de. Also Caroline sieht man ja wahrscheinlich im Podcast-Titel, wie es geschrieben das, wird. Genau, wir verlinken das genau, auch alles, aber sag's trotzdem. Genau, mit C vorne, E hinten, Preuß, P-R-E-U-S-S, carolinepreuß.de auf Instagram. Ansonsten über meine Website, carolinepreuß.de. Und genau, wenn man Lust hat, habe ich einen Instagram-Online-Kurs und den Erfolgskurs. Das ist der Online-Kurs über Online-Kurse. Ja. Da findet man mich. Und dein Podcast, wie heißt der? Das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Genau, das habe ich vergessen. Genau, den Podcast gibt es ja auch noch. Der heißt Go For It. Einfach mal nach Go For It oder nach meinem Namen suchen. Und da gibt es auch regelmäßig ganz viel Content zum Thema Online-Marketing, Instagram. Ja, ganz viel Spannendes dazu. Ja, sehr schön. Das verlinken wir alles. Und ich sage vielen, vielen Dank, Caroline. Danke, Tim, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht. Das war der MyMonk-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie heute mit jemandem teilst, dem sie auch helfen könnte. Außerdem würde ich sehr, sehr gerne deine Gedanken hören, was du am meisten mochtest an dieser Folge oder was dich am meisten davon beschäftigt hat. Und dazu kannst du mir deine ehrliche Rezension bei Apple Podcast dalassen. Und falls es dein erstes Mal war mit dem MyMonk-Podcast, dann herzlich willkommen. Wenn du jede Woche inspiriert werden willst, ganz ohne Chaka und ohne Feenstaub und Dinge lernen, die dich weiterbringen, dann abonniere am besten gleich mal den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder wo auch immer. Mehr Inspiration, Gedanken und auch ein paar Einblicke in mein Leben als Influencer bekommst du, auch wenn du MyMonk bei Instagram folgst, einfach mal nach MyMonk suchen dort. Da kannst du auch sehr gut mit mir in Kontakt treten über Instagram. Und wenn du gerade einen großen Traum hast, der sich so groß anfühlt, dass du ihn allein nicht erreichen kannst, dann könnte das MyMonk Mentoring was für dich sein, wo ich Menschen eins zu eins begleite, vor allem wenn es um das Thema Online-Business geht, weil ich einfach viele Jahre Erfahrung habe durch den Aufbau von MyMonk mit mehreren hunderttausend Followern, vielen Millionen mal runtergeladenen Podcasts, noch mehr Millionen mal gelesenen Blogtexten und so weiter. Wenn dich das interessiert, findest du alle Infos dazu auf mymonk.de/mentoring. So, das war's von mir. Hab einen schönen Tag oder noch besser, mach dir einen schönen Tag. Bis bald, ciao.